Hi, herzlich willkommen zum Vlog. Das wird der erste Bahamas-Vlog. Der startet im Krankenhaus um 1 Uhr nachts, weil ich seit dem Spiel Rippenschmerzen habe, des Grauens. Keine Ahnung, wenn ich einatme tief, wenn ich huste, wenn ich lache, es tut jedes Mal meine Rippe weh. Oder hier so auf jeden Fall Lunge, keine Ahnung. Und es sind so Symptome für einen Rippenbruch. Ich lasse es lieber jetzt nochmal checken. Nicht, dass irgendwas verkehrt ist oder so. Und dann im Flug, ich habe einmal keine Luft mehr bekommen oder so. Um 5 Uhr müssen wir los zum Flughafen spätestens. Ich muss noch meinen Koffer packen. Ich hoffe, der Vlog wird trotzdem gut. Ich habe eine GoPro für Unterwasseraufnahmen. Ich habe eine Drohne geholt extra. Ja, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden Vlogs. Ihr könnt auf dem Zeitkanal bei 99Zeit das Video angucken, wo ich mit Corinna darüber rede, weil sie meinte, ich habe so gestreamt, sie meinte, ja, komm mal in Discord und jo, dass sie auch Bahamas ist und bla bla. Wer mehr Infos dazu haben will, gerne das Video angucken. Da rede ich, glaube ich, eine halbe Stunde mit ihr oder so. Ja, viel Spaß mit dem Video. Eine Frage an euch, an die Community. Sie streamt ja Slots. Also sie hat jetzt einen neuen Deal, Stake Deal, deswegen ist sie auch für Bahamas. Und sie macht das Streams. Und sie haben mich gefragt, ob ich in den Stream kommen will. Und allein, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, das fuckt mich schon ab. Weil Casino ja gerade nicht so ein gutes Thema ist. Und ich halt in den Stream wäre und ja, keine Ahnung, ob ihr da rumheult oder, ja, ihr bestimmt nicht, aber Menschen werden rumheulen und ja, das fuckt mich ab. Allgemein, so eine Situation, dass ich mir überhaupt darüber Gedanken machen muss, weil ich finde sowas Einmaliges auf ihrem Kanal auch noch, ist ja nicht bei mir, wäre halt was anderes jetzt, wenn man Millionen-Deal unterschreibt, oder nicht? Naja, ich habe Kopfschmerzen und wir fliegen heute 20 Stunden, Digga, insgesamt. Fliegen nach London, dann chillen wir da 5 Stunden, dann von London nach Miami, in Miami 3 Stunden warten, dann Miami nach Bahamas. Das wird so anstrengend, die Reise. Ich bin fertig. Ich habe Thorax-Kompressionsschmerz. Auf jeden Fall sagt er, ist nichts gebrochen. Guckt euch an. Jetzt meinen Koffer packen. Ich kann alle schon schlafen. Ich muss einfach durch meinen Koffer. Ist hier mein Auto. Mann, ich passe da. 4.40 Uhr. Ich habe gerade gemerkt, dass auf mein Handy diese Impf-App nicht mehr drauf ist. Beziehungsweise ich keine Codes habe und sowas. Deswegen gehen wir jetzt mit meinem Impfausweis. Ich bin froh, dass ich überhaupt den gefunden habe. Zur Apotheke, 24-Stunden-Apotheke. Und versuchen, dass wir das noch gedribbelt bekommen. Ich habe keine Sekunde geschlafen. Mein Koffer ist gepackt. Sehr hektischer Start. Die anderen schlafen die ganze Zeit drüben. Wir sind bis jetzt pünktlich. Es ist gut. Ich hoffe, du kommst wieder an. Ich hoffe, ich mein Koffer. Ich wollte ein Ding mitnehmen. Galaxy Tag. Was? Mann, halt die Fresse. Ich schwöre, früher in der Schule habe ich meinen Rucksack auch so getragen, auf Baggy angelehnt. Weil ich dachte, es wäre cool. Hast du auch gemacht? Aber ja, immer ganz unten. Ja, wir haben fast alle Crocs an. Wir sind eine Vierergruppe, wir haben dreimal Crocs. Ey, wie cool sehen wir aus? Und was, wie lange ist Amerika her? Das erste Mal. Januar. Ach, Monate. Ja, okay, aber ich, 1,5 Jahre habe ich gesagt. Ey, guck mal. Trendsetter. Er ist Trendsetter. Bei mir kommt noch in 2 Jahren, oder was? Ja, jetzt hast du noch so 6. Du weißt noch nicht. Versteht er schon? Noch nicht, aber er wird bald. Ich habe noch nie so viel Elevator einen Menschen gesehen. Socken, Hose, Schwert und Nackenkissen. Kalle, also ich sage ehrlich, ich überlege mir zu kaufen. Was? 7.30 Uhr. Jo, was geht ab? Wer Bock? Wer Bock? Habt ihr Bock? Wir fliegen 2 Stunden nach London, das ist noch entspannt. Ja, aber danach, oh Gott. So, wir sind in London. Hey, what's up, London? Wir müssen jetzt 4-5 Stunden warten. Es wäre so geil, wenn wir jetzt schon in Miami wären. Ich hab meine Elevator-Nackenkiste vergessen. Yeah. Nicht cool, aber ist er ehrlich? Oha, das ja, sind die beiden neuen Flaggschiff-Modelle. Flaggschiff? Aha. Ist ja dünn. Das ist Fold? Ja, guck mal, wie cool. Ist ja geil. Oha, wie geil, cool. Digga. Some of the features, well, for the Fold, it has a 50-megapixel camera, which is no blind. I know, the people don't know. Yeah, yeah, this is also the Flaggschiff. Gott, Junge, halt deine Fresse. Ich sag gerade so Samsung-Liebhaber oder so. Ja, yeah, oh, die ganzen Samsung Galaxy S20 Millionen. Junge, wer will denn so sein Handy haben? Das ist cool. Nein. Weißt du, wie cool das ist? Und was hast du hier vorne? So. Also das Handy hat Cousin, Digga. So ein dünnes fucking Ding. Ja, I hate Europe. Let's go back. Back to Florida. Yay. So ein Riesenflugzeug. Ich glaube, die Business Class ist hier so geil. Nee, Rohat, heute nicht. Heute reicht es nicht mit der Kohle. Nee, spari. Oh mein Gott. Na. Aber da saßen wir schon mal. Wir haben hier so eine Reihe für uns. Das ist chillig. Wir haben mehr Platz als andere. Zum Glück. Und direkt die Toilette bei mir, Leute. Ich schwöre, ich habe immer noch so kranken Durchfall. Es ist so heftig. Hier, hast du Lebensvorrat gekauft oder was? Ja, ich bin immer vorbereitet. Er hat mir sogar noch einen gegeben. Immer top vorbereitet. Ich habe auch noch eine Stange. Ich habe auch noch Gummibärchen. Powerbank auch immer dabei. Guten Appetit. Spice.
Chicken mit leisen Bohnen und Kartoffelpüree. Weiß ich nicht. Wir fliegen jetzt schon seit 6 Stunden. Wir sind jetzt fast in Florida. Leute, Game Changer ist, dass wir Internet haben. Gucken wir jetzt mal in den Spielblock. Ja. Und Leute, das ist mein 100. Block, weil das hier ist mein 99. 100. Block, Leute, lasst ein Like da. Wir sind endlich da, Digga. Antroat ist ein Rookie. Und du bist nicht cool mit deinem Cube. Ich hab den Cube übrigens auch 5-mal gelöst oder so auf easy. Guck mal. Wenn einer das kann, soll er mir das auf Insta schicken. Ich sag, ich würd's auch hinbekommen. Bin angekommen in Miami. 9 Stunden, Digga. Ich fühle mich, als ob ich gerade keine Ahnung was gemacht habe. Ich bin so im Arsch. Oh oh. Ich kenne erstens geiler Ohrstöpsel. Galaxy Buds sieht so sick aus, Digga. Und zweitens, da weiß ich, wo sein Visum ist. Oder wie sein erster Antrag. Was wird das? Kalle, ich geh jetzt gleich wieder zurück nach Hause. Zurückfliegen. Ja, zurück. Wieder der Moment der Security Control, ob wir reinkommen oder nicht. Aber ich denke mal, wird kein Problem sein, weil wir eigentlich nur durchreisen. Yes! War der beste Moment. Alle durch, ohne Stress. Beten, dass unsere Koffer ankommen. Allesamt. Ja, ich kann ja natürlich wieder glücklich. Ah, das ist meiner? Ja! Let's go, let's fucking go, Aikine. Come on, Kiki. Come on, Kiki. Junge, ich hab jetzt schon Angst. Mann, was soll denn das jetzt? Gott, guck mal das Schild. Ich sag ihm gerade, ich fühle mich übelmäßig passiert. Ja, ich fühle mich jetzt schon nicht so wohl, meinte ich so. Guck mal, wie American. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Drück da? Ja. Ich hab aber Angst, dass ich scheiß Wasser esse. Deswegen hab ich diese Dinge. Ich bin so happy, weil es endlich Pizza gibt. Die freuen sich so. Die wird's jetzt richten. Oh, ich freue mich voll auf die. Die sieht irgendwie geil aus. Nee. Doch. Nicht? Ich finde die so richtig geil fettig aus. Oh mein Gott, der Keller ist so schlecht. Das ist unser Ding. Ich hab doch gesagt, Propeller. Bahamas Air, bring uns sicher an, bitte. Oh, meine Augen richtig aus. So sieht man aus nach einem anstrengenden Reisetag. Hilfe. Yo, what's up, Bahamas? Wo gehen wir dorthin? Was? Also, wir sind hier gerade ausgestiegen. Ich weiß nicht, wo wir hinlaufen. Warum ist hier niemand? Also, 11 Uhr hier heißt 5 Uhr in Deutschland gerade. Ja. Und mit Schlafen und sowas. Wir sind 24 Stunden unterwegs, ne? Corinna hat übrigens schon geschrieben, come over, aber. Also, wie sehe ich überhaupt aus? Oha, mein Auge ist auch. Junge, gerade wieder größten Krampf der Welt gehabt. Also so knapp waren wir noch nie vor einer Nicht-Einreise. Junge, wir sind jetzt am Ende der Reise fast. Und jetzt wurden wir fast nicht reingelassen in die Bahamas. Aber weil wir keinen Rückflug haben. Die YouTube-Karte zählt immer. Ja, der hat Rott wieder geflext mit mehr Subs als Aiden. Die wollten uns gerade nicht reinlassen, weil wir keinen Rückflug hatten. Wir machen ja spontan, wir bleiben hier 5-6 Nächte und dann schauen wir mal wohin. Könnt auch gerne reinschreiben, was ihr vielleicht sehen wollt. Das ist nicht erlaubt, weil die denken, dass wir hier dann bleiben. Ja. Mein Koffer ist da. Kalle hat keinen Koffer. Und ich hab das Gefühl, das war ein Chloe. Ich glaube, das war ein Chloe von Jose. Ist da nicht deine Drohne und alles drin? Mann! Sorry, we lost our luggage. Junge, du Wichser. Die Drohne ist hier. Ja! Was hab ich gesagt? Die Drohne ist halt drin. Guck mal, wie schön das Wasser ist. Wie schön türkis. Auf jeden Fall, Digga, wir sind einfach im Paradies. Wir sind in Bahamas. Ich werde euch natürlich ein gutes Feedback geben. Ich werde auch die Preise und sowas sagen. Bis jetzt Flüge pro Nase 1000 Euro. Und es war, also nur der Hinflug, ne? Und es waren billige Flüge. Man sieht, wir sind seit 20 Stunden unterwegs gefühlt. Sonst hätten wir 3K gezahlt für 14 Stunden Reise. Wir haben 1K für 20 Stunden Reise gezahlt. Also wir haben dann 8K gespart. Hotel. 6 Nächte, 2 Zimmer, kostet 5.500. Aber ist aber auch das krasseste Hotel, was es hier gibt. So, wir dachten uns so, wenn schon, haben wir so ein richtig krasses Resort mit Wasserpark und sowas. Das werden wir dann euch morgen wahrscheinlich zeigen. Heute bei Nacht, mal gucken, wie es ist, wenn wir da ankommen, ob man überhaupt was sieht und sowas. Nice, Gavin. Nice, Gavin. Weißt du, was er gerade meinte? Mann, irgendwie wäre es lustig, hätte er nicht bekommen. Oh mein Gott. Digga, ich fühle mich wie Spongebob an der Luft. Spongebob bei Sandy zu Hause, Digga. So fühle ich mich gerade. Irgendwie ein Taxi klären, wir wissen nicht, wie wir zahlen. Ich hoffe, wir haben Karte. Weil hier sind Bahamas-Dollar. So, wir waren jetzt die letzten Leute am Flughafen, Digga. Wir haben uns auf die Bank gesetzt, einfach gewartet. Es ist 0 Uhr 22 hier. War schön hier. Ja, ich glaube, das ist ja einfach unser Hotel hier, ne? Also, wir sind hier nicht in der Innenstadt. Ich glaube, das ja tagsüber. Wow. Entspannte Eingangshalle. Digga, ich fühle mich wie in Hotel Tipton. Da ist Mr. Mosby. Ikena, zeig mal her. Zeig mal Reaktion jetzt. Wir brauchen alleine, um das Hotel auszukundschaften, 2 Tage. Ja, sag ich auch. Hi. Ah,
getrennte Betten, wichtig. Wichtig, wichtig, getrennte Betten. Das riecht ein bisschen nach Chlor. So, und was fehlt jetzt? Der obligatorische? Lass mal Synchron machen. Ich bin motiviert, ja. 3, 2, 1. Nice. Nice. Also es ist jetzt 1 Uhr nachts. Kalle, gehen wir noch Dings zum Strand oder so? Ja, das ist ein Pool, oder? Komm. Ich glaube, die Leute denken, wir haben Rappel. Einmal mit Handtuch irgendwo rauslaufen, wir wissen nicht mal wohin. Wie krass sieht das aus? Irgendwie krass die Tür aus. Das ist echt. Wir gehen jetzt einfach in den Pool hier. Bist du offen hier? Hallo? Ich gehe mal mit Unterhose einfach rein. Es war übertrieben kalt, beziehungsweise mir war übertrieben kalt. Aber cool. Wir haben jetzt so ein bisschen gechillt, gelabert, entspannt. Jetzt gehen wir schlafen, morgen wird erkundet. So, das war der erste Tag. Wir sind jetzt endlich da, also nachts. Morgen wird, glaube ich, ein sehr neugieriger Tag. Mal gucken, was alles passiert. Und wir werden ordentlich Meter machen, denke ich mal, hier auf dem Gelände. Auf jeden Fall sehr schön hier. Ich glaube mal tagsüber, Digga, wenn das Wasser so schön türkis strahlt und so, wird richtig geil. Bahamas, erstmal karibische Insel für mich. Ja, seid einfach gespannt, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit den nächsten Vlogs. Wird wieder jeden Tag ein Vlog. Ich kenne mich, Kalle ist da, Kameramann. Wir haben eine Drohne, Leute, meine Drohne. Oh mein Gott, mit der Drohne hier Aufnahmen. Oh mein Gott. Morgen wird cool. Der Vlog morgen wird cool. Heute natürlich konnten wir nicht so viel zeigen. War mehr die Anreise, aber es war halt auch schon ordentlich viel. Deswegen, viel Spaß mit dem nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit den Regeln kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.